Hey Leute, heute spielen wir wieder Monster Hunter Online und ich habe eine neue Waffe, eine Sense. Schaut cool aus, hat guten Schaden. Jetzt gehe ich über meine alten Waffe, also die hier, glaube ich, war das. Die, eins von beiden. Und ich glaube, das war die mit Sprengschaden und das war die hier ohne. Hat die 54 Damage und plus 10 irgendwas. Also, ich werde mal schauen, was ich kann. Ich werde es jetzt einfach mal austesten in der nächsten Quest. So, wo ist ich denn jetzt hin? Hier. So, die Spinne, die war übrigens sehr cool. Ah, mir ist irgendwie kalt heute. Schrecklich. Blödes Wetter draußen. Mal ist warm, mal ist es kalt. Oh, richtig ungemütlich. Naja, jetzt kommen die zwei wieder. Auf dem Bild hat sie so riesen. Na, also ich will es jetzt gar nicht sagen. Wie sagt mir immer so schöne riesen Lolchen. So, ja. Also Schärfe hat sie eigentlich relativ gut für Lao Wang, muss man sagen. Das, was danach kommt, ist sehr interessant. Die hat sehr gute Schärfe. Mal schauen, wie lang dieser Kampf jetzt dauern wird. Was ich da erhalten kann. Es ist die Wüste, also das muss ich auch Heißgetränk geben, ne? So. Ja, dann wollen wir mal. Ich muss irgendwas erlegen. Das ist schon mal so viel, steht fest. Dafür habe ich insgesamt genug Zeit eigentlich. Das rauszufinden. Steinchen aufsammeln ist immer wichtig. So, ja. Wohin ich jetzt muss, steht jetzt auch nicht da. Ich gehe jetzt einfach mal altbewährt hier lang. Bin auf der 4. Auf der 4 ist nichts los. Relativ seltenes, muss ich sagen. Oh, ich habe gleich was Gutes erwischt. Zwei was Gutes, das ist schon mal nicht schlecht. Ah. Das kann man ja so nebenbei machen. Das, was man wegen so dringend braucht, kann man sich hier holen. Also die Larveneier, die brauche ich auf jeden Fall. Immer mal dringend. So, okay, hier ist auch nichts los. Was auf der Vorhand, da ist irgendwas. Ob das das ist, weiß man jetzt nicht. Ja. Au. Komm her. Na komm. Hey!
Kann ich hier gleich mal so ein heißes Getränk mitnehmen? Au! Das mich wegen der Wärme Sahara schützt. Das ist natürlich alle verkehrt. Ja. Aha, hab ich dich erwischt. Ja, jetzt hat's. Okay, wer kommt jetzt? Was ist das für eine? Auch. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, kann man lassen. Wer auch immer du bist, das kann man gelten lassen. Animation war schon cool. Die Waffe an sich ist nicht schlecht. Kann man lassen. Also schaut auch episch aus, wenn sie dort anfängt zu langsam zu leuchten. Schaut richtig geil aus. 56 Schaden. Standardmäßig. Das kann sie, wenn sie das Dreifache hat, das Doppelte, das Dreifache und das Vierfache, glaube ich, oder irgendwie sowas war das doch mit den Farben. Boah, mein Katze Level 8. Da stehe ich blöd rum. Das muss ich fotografieren. Oh. Ei, stehst einfach blöd rum. Schaust doof. Ist der Wäsche. Ah, die gefällt mir, die Waffe. Das ist nicht schlecht. Die andere, die mir danach gefallen hat, da brauche ich einen Kopf dazu. Das muss ich mir auch merken. Surfer ist wegen besser. Gut, heute kam ja schon wieder Update raus. Das ist ja Wahnsinn, wie sie jetzt mit den Updates rumhauen. Tausende muss ich wahrscheinlich wieder irgendwas töten. Yep. Ja, da wollen wir mal. Boah, das war so ein Gruppending wieder. Wie hier unten. Ist ja cool. Schon geil. Also hier muss ich wieder so eine Art Affen töten. Ah, nicht verkehrt.
Chance hoch, dass ich ein Spruchbuch krieg. Ist nicht gerade, aber das andere ist relativ hoch. Ja, schauen wir mal, was rauskommt dabei. Steine? Ja, was hast du jetzt in der Rüstung an? Schaut irgendwie komisch aus. Also einen komischen Affen muss ich töten. Werde ich wo finden? Das wird nicht so schwierig sein. Schon mal irgendwas gefressen? So, jetzt habe ich aber ziemlich wieder alles. Das Fleisch, was ich jetzt gegessen habe, schmeckt auch ganz yummy. Wirkt sogar was für 5 Minuten. So, jetzt brauche ich einen Affen in der Wüste. Das kann auch ganz interessant werden. Aber ich glaube, Steine brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Von den Leuchtkäfern nehme ich mit. Allgemein Steine ist hier wegen. Also ich bräuchte andere Steine, sag ich mal so. Gut, ich habe jetzt 2 Käfer, mein Gott. Das geht auch. Nehmen wir auch mit. So, hier hinten ist dann ein Baum. Ich meine, da könnte sich rumtreiben, wenn ich Glück habe. Kann auch auf der 3 oder auf der 2 sein. Aber, treibt sich ja Affe rum. Das ist natürlich schwierig. Also ich schaue jetzt mal da, wo die Spinne war. Einfach so. Mal aus rein interaktiven Gründen. Ich denke mal, dass er gerade in der Kälte rumhausen wird. Hä? Ich habe kein Fliegennetz mehr, verdammt. Aufgebraucht. Wieder welche mitnehmen. Ich hätte gedacht. Hier schaut es eigentlich so aus, als hätte er jeden Moment von irgendwo runterfallen. Hier kann man auch fischen, ne? Das ist auch gut zu wissen. So, ja. Ich will jetzt mal in die 5 und in die 6 schauen. Irgendwo muss ich ja rumgeistern. Ah ja, auf der 5. Ach, der Biber ist das ja. Okay. Und wo ist sie jetzt? Hallo? Wo ist er? Kann sich natürlich so als schwierig erweisen. Sich dann einfach so in Luft auflöst. Dann schaue ich mal bei der 3 nochmal rein. Da muss ich nämlich anschießen. Also sprich, Tracking.
In letzter Zeit mag ich mich das Spiel überhaupt nicht. Ich melde mich gleich wieder. Ich habe meinen Biber-Freund wiedergefunden. Und gleich mal gekonnt rausgekickt. Aber jetzt habe ich ihn angetrackt. Das macht es natürlich etwas schwieriger. Gibt es dazu keinen Trank? Ist etwas. Also es ist schon etwas. Ja, ein Gegner zu kämpfen, wo du dich in Stein verwandelt, ist echt fies. Ja, es schaut sehr lustig aus, aber es ist echt nervig. Verwandle dich kurzzeitig in Stein. Es geht natürlich auch von der Zeit ab, du hast ja bloß 60 Minuten. Ja, eine Stunde erst. Um den zu erledigen. Hinterher, er haut ab. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde, ey. Ungefähr. Thank you.
Leute wegen hin und her. Das ist schon mal. Mal drauf auf den Schädel jetzt eh. Ach nee. Schaut natürlich echt episch aus, wenn das so leuchtet. Ah, mach doch langsam. Stirb, komm! Tu es! Geht doch! Kleinen Serverproblemen, dass ich mich hier alles rumschlagen muss, mit der Sprache, mit dem Server, mit so einem blöden Viech, wo ich kurzzeitig in Stein verwandeln kann. Unser Biberstein-Freund. Noch schnell ein paar Fotos für meine Internetseite gemacht und das war's. Sehr schön. Quest clear. Meine Katze hat Level 9 erreicht. Ich habe jetzt natürlich eine Bronze erreicht durch den sozusagen durch den Crash meines Spiels. Entschuldigung. Hängen geblieben. Ja, geht. Hosen-DP. Hüpft sich. Muss ich wieder bis zu irgendwen hinrennen. Wie, wer bist denn du? Bist doch dasselbe. Bloß in einer anderen Form. Mit Streberbrille. Aha. Wieder irgendwas offenbart vor meinen Augen. Ah, hier muss ich töten. Gut. Töte ich mal. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, die mache ich noch und dann ist wieder Schluss für heute. Auf jeden Fall zum Aufnehmen. Ich mache noch lange Schluss. Das glaubt ihr mal nicht. Weil danach werde ich wahrscheinlich noch wegen Jagen gehen. Neun. Dürfte eigentlich nicht zu hoch sein.
Da gehe ich nämlich auch schon wieder in ein nächstes Levelgebiet rein. Da kriege ich jetzt. Boah, der schaut episch aus. Hoffentlich funktioniert auch alles, so wie ich es will. Das wäre natürlich jetzt ein Bosskampf. Wäre jetzt natürlich noch epischer. Na gut, die schaut wirklich anders aus. Vom Bild her. Ah, jawohl. Orientalisches Gebiet. Hübsch. Ist da irgendwas beachten in so einem Gebiet? Ich hoffe mal nicht. Wow. Also es ist richtig geiler Shot. Leute. Oder? Ja, genau. Wow. Hat ja richtig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie es ausschaut. Richtig geil. Da hinten ist Stein. Oder was auch immer es sein soll. Oder? Nee, Quatsch. Schade. Hat so ausgeschaut wie Stein jetzt. So. Vom Verhalten. Wow. Ah, okay. Hier sind wir richtig. Willst du das wirklich anfassen? Ich habe da ganz schlechtes Gefühl dabei. Oh Gott, was sind denn das für Brummer? Tschüss, Brummer. Okay. Ja, was auch immer. Oh, geil. So ein Spiegelfelsen. Das schaut dann richtig, richtig nice aus. Wow. Ja gut. Gehen wir jetzt mal auf Gebiet 8 oder so. Ich gehe jetzt einfach mal der Nase noch. Gibt's ja nicht viel zum Rauben. Oder zum. Ah, okay. Jetzt geht's weiter. da liegt was. Da liegt was. Jetzt wird's interessant. Geil. Ich glaube, was Screenshots gemacht. F.
geschaut. Natürlich ja, ist auf die Waffennutzung wie sonst was. Katze, lenkt ihn mal ab kurz. Danke, Gatze. Bist ein guter Freund. So, mein Guter. Komm her. Ein Treffer ist natürlich gleich Waffenabnutzung hoch 10. Ich habe ihn verscheucht. Alter Schwede. Weiter. Ja. 50%. Ich habe den 400, also 500 Schaden gemacht pro solchen Schlag. Meine Fresse, ne. Ich sag einfach nur, Alter, richtig geil. Wirklich ohne Scheiß, es ist... Boah. So was Episches. Trainingsschule. Ich will jetzt aber nicht trainieren. Ich ganz ehrlich, keine Lust dazu. Ich soll Menü Nummer 15 nehmen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das empfohlene Level. 15.
Schon geil, schon richtig geil. Das war jetzt episch. Alter. Und ich hab's auf Video. Oh. So, jetzt will ich erstmal mit denen quatschen hier. Und die können ja nicht miteinander reden, die Leute. Wahrscheinlich herausfinden, was das für ein Viech war. Wer kann es mir von euch posten? Was war das? Wer kennt es? Ein Lehrbuch. Okay. Okay. Ja, ich glaube nichts auf der letzten Quest jetzt. So berauschendes. Na? Zennies habe ich. Okay, ist recht. Fürs Erste. Dann zeige ich euch jetzt noch meinen Garten, mein Haus, mein sonst was. Wenn es funktioniert. Hier kannst du einfach nur trainieren. Irgendwie so ist, dass deine Rate besser wird. Das ist nämlich gar nichts sein, das ist auch mal nicht schlecht. Jupp. Hauch von gar nichts. Wollte ich schon immer haben. Na, auf jeden Fall ist das mein, wie beim letzten Mal schon erwähnt, mein Zuhause. Die Puppen kann ich dementsprechend. Genau. Anziehen, herrüsten. Mein Quipi. Aber so sieht man halt, was man auf Waffen hat. Ah. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und wenn es mal angeben ist, ist halt da. Denn ich habe schon gesehen, man kann Leute besuchen. Ah, jetzt funktioniert es. Ah. Jetzt hat er sich, glaube ich, langsam gefangen. Yeah.
So. Dann kann ich jetzt hier die Mine nochmal besuchen. So mache ich halt mein Geschick höher und gang mit allen Ringen. Ich habe bloß 30, außerdem brauche ich Level 20. Das Geld ist kein Problem. Die Zennis, das ist ja witzlos. So, jetzt geht's wieder zurück und das war's. Naja, beim nächsten Mal sehen wir, was das Schicksal für uns bereithält. Also dann, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte mega viel Spaß bei diesem epischen Kampf. Einfach nur geil. Und ich sage, hallo, tschüss.